Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu LemmingTV, zu den Top 5 GTA Glitch, die jetzt im Moment noch funktionieren. Und als erstes machen wir hier den durchsichtige Arme Glitch. Der ist eigentlich ganz einfach, ihr müsst einfach nur irgendeine Weste auswählen. Ich habe erstmal ganz lange die Westen angeguckt. Könnt euch eigentlich aussuchen, welche ihr nehmt. Ich habe dann die genommen, die hat zu der Jogginghose da gerade passt, die er gerade schon anhatte. Und dann müsst ihr halt gleich noch ein spezielle Hemden auswählen. Die haben so ein Gummiband an der Seite, also am Ellbogen. Ja, wenn ihr das ausgewählt habt, dann müsst ihr euch auch eine Farbe auswählen, die ihr haben wollt. Ich habe das Schwarz genommen, weil ich dachte, Schwarz sieht am besten aus darunter. Und danach müsst ihr dann halt nur noch eine spezielle Uhr auswählen, diese LED-Uhr da, also nicht so eine analoge, das ist so eine digitale, glaube ich. Und wenn ihr die anhabt, dann müsst ihr nur einmal heruntergehen auf die Handschuhe und müsst ihr auswählen. Und schon habt ihr dann so unsichtbare Arme. Ja, die könnt ihr dann auch noch ganz einfach speichern, wenn ihr dann zu diesem Outfit da geht, an dem Tresen. Ja, gebt einfach nur irgendeinen Namen rein, keine Ahnung. Ich hab's, glaube ich, Glitch Arme genannt oder sowas. Und ja, dann habt ihr ganz einfach die durchsichtigen Arme. But the language, they can talk shit, but you know that we can manage. They say they're tired of the metaphors, they are only pissed that they never really ready for them. So go ahead and get ready for them. Pop another bottle, cause you're gonna need a steady arm. It's like we're living in the Tron game, lines are all blurred, cause we're sipping on the Bombay. So, und jetzt gleich zum nächsten, das ist der an dem an der Waschanlage. Ich weiß gar nicht, ob das so ein richtiger Glitch ist, eher so ein Trick, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich das mit dem Kumpel schon mal gemacht, das macht richtig Bock, das haben wir locker eine Stunde oder 2 Stunden gemacht. Sind wir die ganze Zeit durch die Waschanlage durchgefahren. Einfach, keine Ahnung warum. Also, ist halt einfach nur so lustig, so sieht erstmal, wie es halt normal sein soll. Der fährt halt einfach nur durch, ich weiß nicht, was der da gemacht hat, der hat da so rumgeschwenkt mit seinem Arm, also mit dem Lenkrad. Und keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, kann man das die ganze Zeit immer wieder machen. Kostet 15 Dollar in GTA. Und ja. Da gibt es halt so einen Trick, ihr müsst kurz bevor ihr reinfahrt, dass ihr diese 15 Dollar einfach Vollgas geben. Und dann fährt er einfach so schnell durch und kann überall sonst gegenfahren. Und dann gibt es halt lustige Animationen, was auch immer da passieren kann. Kann einfach durchfahren, irgendwo hinbleiben, dann wieder dieses Ausparken machen. Komplett durchheizen, während das Ding da hinten noch die Kamera gar nicht da ist, ist er schon hinten gegen die Mülltonne gefahren. Kann alles passieren. Man kann da auch gleich noch mit anderen Autos reinfahren, also verschiedene, nicht alle, weil da steht dann immer so, die sind nicht geeignet dafür. Aber auf jeden Fall, jetzt seht ihr nochmal, wie das jetzt ist, wenn man da fast durchfährt. Ich versuche komplett durchzufahren, das geht aber nicht, glaube ich, immer. Man schon ganz genau treffen. Das war der Fail. Jetzt müsste es passieren, auf jeden Fall, jetzt fährt er halt einfach durch. Vielleicht war ich noch, ja, am Ende war ich halt noch hängen. Aber, na gut. Das kann halt, wie gut er lenkt, also wie gut er sich davon hinstellt, kommt er umso besser durch. Und ich bin halt eben noch hängen geblieben, ist ja nicht das Problem. Wenn wir das bockt richtig, das müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Auch wenn das nicht unbedingt ein Glitch ist. Aber das ist trotzdem lustig. Und gleich weiter, das ist das am Leicester-Gebäude, könnt ihr jetzt ganz einfach reingehen. Kann man ja von den ganzen Überfällen da, also von den Heist-Missionen im Online-Modus. Ich weiß gar nicht, ob der auch aus dem Story-Modus kommt, der Raum. Ich glaube schon, der ist, glaube ich, da auch nochmal einmal, kommt da, glaube ich, auch einmal vor. Und was mit. Na egal, auf jeden Fall kommt der, glaube ich, da auch vor. Und ja, kommt man ganz einfach rein, indem ihr einfach auf Start, also auf Optionstaste drückt. Oder auf Xbox, keine Ahnung. Online auf Jobs, dann auf Rockstar stellt. Dann auf, keine Ahnung, irgendeinen Job beitreten. Ich habe Fallschirm jetzt einfach genommen. Dann einfach beitreten, wieder rausgehen und schon seid ihr in dem Gebäude. Dann könnt ihr jetzt alles machen, was ihr wollt.
signal says left, but they really going right. But who cares? They got nothing to improve upon. Meanwhile, we pass them fast lane Rubicon. So let the shit storm ring, and they try to dab us up, but we just leave them hanging. Yeah, so let them catch up with the language. They can talk shit, but you know that we can manage. They say they tired of the metaphors. They are only pissed that they never really ready for them. So go ahead and get ready for them. Pop another bottle, cause you're gonna need a steady arm. It's like we're living in the Tron game. Lines are all blurred cause we're sipping on the Bombay. John Stock versus LeBron James. No competition when you factor in the time change. Babe Ruth sucks. Fuck what the books say. I can strike him out with three pitches in an arm sling. Yeah, and we can do anything. Mama said it's true and I put that on everything. My mama told me one day I'ma blow up big and I'ma be a king. And my papa told me. So, und der letzte Glitch ist hier an der Lombank oder Lombank, was auch immer. Ich weiß, das ist glaube ich irgendwie so ein, was von der Maze Bank oder so ähnlich, keine Ahnung. Da braucht er auf jeden Fall ein Auto, was er vor die Hecke hinstellt. Und da müsste er einfach reinspringen, also hinter die Hecke und dann, so dass er einfach hin, da fliegt er einfach auf die Fresse so. Und danach versucht er halt so aufzustehen und das, der Glitch dann halt in das Gebäude rein. Weil das halt, wie es aussieht, keine Ahnung, für irgendwas gedacht ist. Oder auf jeden Fall ist das hier ein Wall-Glitch. Da kann man sich halt frei drin bewegen, aber man kann nicht rausschießen. Aber trotzdem, man kommt, sonst wundert man sich halt, wie man wie hier reinkommt. Außer mit der Geldautomaten, da kann man sich halt einfach hinterstellen und die anderen Leute sehen euch von draußen. Das ist halt ein ganz lustiger Glitch eigentlich. Und raus kommt ihr hinten an den Glastüren da eben, wie ihr eben gesehen habt, einfach durchlaufen. Und ja. Und der letzte Glitch ist total einfach. Mit dem Motorrad. Das war übrigens hier First Try. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich das schaffe. Ich wusste gar nicht mehr genau, wo der geht. Müsst ihr einfach nur hier in die Ecke hinstellen. Einen Wheelie machen. Gegen das, gegen die Blumenkübel gegenfahren und dann ja, fliegt ihr hier oben schon rein. Fand ich sie ganz einfach. Man kann sich da oben frei bewegen. Ich habe gar nicht ausprobiert, ob man rausschießen kann. Ich glaube schon. Ja, und auf einmal, auf jeden Fall kommt man da ganz einfach wieder raus, wenn man da hinten einfach ein paar Meter weiter fährt. Und drinnen gibt es nichts zu sehen. Ich habe es mal ausprobiert mit dem mit der Ego-Perspektive, da kam nichts. Und ja. Ja, dann danke fürs Zusehen und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.